Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Thomas IFA Garage. Heute wieder das allseits beliebte Thema Wartburg 311 Coupé. Das Coupé habe ich mir jetzt sagen lassen, in Fachkreisen schon so genannt. Ich hoffe auch, ich werde dieser Wortwahl gerecht. Immer wenn ich aber davor stehe, denke ich mir, oh yeah. Also heute wollen wir mit diversen Arbeiten weitermachen, die einfach anstehen, die gemacht werden müssen, Stück für Stück, Zug zu Sio sozusagen. Und da trotz der Kälte wunderschönes Wetter ist heute, macht es gleich doppelt so viel Spaß. Ihr hattet ja gesehen, dass wir das Thema Luftfilter verhältnismäßig kompliziert und mit viel, viel Aufwand versucht haben, hier umzusetzen. Mittlerweile weiß ja der ein oder andere, dass ich als Thomas IFA Garage Kleinunternehmen auch Luftfilter für Zhikov Vergaser baue bzw. umbaue. Normalerweise habe ich das eigentlich immer bloß für die Waband-Fraktion gemacht, weil die Luftfilter, die man da kriegt, schön flach sind und auch von der Klangkulisse her bei Volllast, wenn beide Klappen offen sind bei den Zhikov, tatsächlich wunderschön ist. Und habe mir halt so gedacht, okay, warum also das ganze Thema, wenn ich sowas selber anbiete, nicht auch in meinem eigenen Auto verbauen? Also im Trabant habe ich es ja schon, schrägstrich Waband. Aber fürs 311er Coupé dachte ich mir jetzt, so schöner verchromter Luftfilter mit allem drum und dran, macht sich doch bestimmt bei diesem ganzen Farbthema, was ich so im Kopf habe, echt gut. Und da hat dann mein lieber Freund und Kupferstecher Robert von Osblock MV zu mir gesagt, Mensch, Thomas, du baust doch diese Luftfilter, warum machst du denn diesen Über- oder Unterdruckanschluss von der Schwimmerkammer nicht mal unten an dem Verjaser dran? Da ich aber ein Freund davon bin, erst selber was bei mir zu verbauen, bevor ich das bei anderen anbiete, habe ich das jetzt quasi am Coupé mal ausprobiert. Ich will euch das kurz mal zeigen. So sehen die Luftfilter aus, die ich sonst baue quasi. Ja, also ihr seht, der Anschluss hier für die, was auch immer, Überdruck, Unterdruck, Entlüftung, Schwimmerkammer, hast du nicht gesehen? Hatte ich sonst immer oben drauf, ja, also sitzt dann mehr oder weniger so auf dem Zhikov-Gehäuse drauf. Kommt natürlich noch die Dichtung drunter, ist klar. Und da müsste man halt dann von dieser Entlüftung hier hoch den entsprechenden Schlauch machen. Aber, wie gesagt, das haben wir jetzt mal umgepimpt. Immer wenn ich hier drauf zulaufe, ich zeige euch das nochmal, ja. Also, Moment. Guckt euch das mal an. Immer wenn ich hier drauf zulaufe, ist das schon relativ sexuell. Genau, und so sieht das jetzt bei mir aus. Also der Unterdruckanschluss lugt da unten sozusagen vor und ich gehe dann ganz schön versteckt einmal rum und dann von unten dran. Die Luftfilter, Werbung in eigener Sache, gibt es bei mir zu kaufen. Der ist ein bisschen teurer. Der kostet 100 inklusive Versand, weil das ein ganz schönes Gemesse und hier Friemle ist da, das so reinzukriegen, wie es soll. Auch habe ich neu dran gebaut. Riemscheibe aus Alu gefräst. Damit ist endlich das ganze Thema vorbei mit dieser Plastischeiße, wenn das mal ausnuddelt und so weiter und so fort, gibt es auch bei mir zu kaufen. Wie auch immer, ich baue das jetzt schön fest, also ich schraube das Teil jetzt richtig an, verlege den Schlauch und damit ist das Verjaserthema und Luftfilter und Zeug auch erledigt. Ich denke mal, dass wir diesen Luftfilter auch eingetragen kriegen, weil wenn man eine Leistungssteigerung in ein Auto verbaut, dürfen sich auch die Dezibelzahlen nach oben hin anpassen. Also ich habe den ja auch im Trabant oder Waband bei mir eingetragen und da der originale Motor ja auch nur 37 PS hat und wir jetzt aber mit 50 hier rumrangieren, denke ich, sollte es auch nicht so das Problem werden. Und selbst wenn, ich glaube, das Auto verträgt das. Wie auch immer, ich weiß natürlich genauso gut, dass das ganze Thema wahrscheinlich, was die ganze Sache thermische Ansaugluftbelastung, wie auch immer anbelangt, nicht ganz optimal ist, aber ich glaube, jeder von euch weiß, dass ich mit dem Auto oder dass jeder, der so Auto fährt, wahrscheinlich nicht mit 140er über die Bahn blasen will, sondern das ist ja ein Auto zum Cruisen und ob das jetzt 50 PS hat oder 40 oder 35, ist mir persönlich relativ Wurst. Und wir gucken gleich mal, womit wir weitermachen. Ich grüße Sie recht herzlich zurück bei dieser Folge von Thomas IFA Garage. Es ist Samstag, die Sonne scheint und ich habe mir gerade drei Stückchen Kuchen in den Kessel gerammelt. Der Tag kann beginnen, sozusagen. Also, was ist in eurer Abwesenheit passiert? Nicht viel. Ich habe tatsächlich bloß Neustoßdämpfer vorne eingebaut. Originale, ja, originale sehr lange Stoßdämpfer.
Novo sehr gut, ist das denn was? So, warum habe ich das gemacht? Weil mir eben aufgefallen ist, dass wenn ich den immer so ein bisschen eingefedert habe, dass da wie so ein Wasserbett hier rumgegondelt ist. Und das sind dieselben Stoßdämpfer, die ich für meine Fahrwerke im 353er verbaue. Schön kurz, original, also quasi nicht bearbeitet. 1A Spitzenklasse. Die habe ich jetzt vorne reingebaut. Habe die Achse belastet, habe alle Querlenker angezogen, habe außen schon mal die Spurstangen festgezogen, dass wir jetzt vom Lenken her und so weiter das alles ein bisschen besser hinkriegen. Und jetzt machen wir Verschränketest. Ich habe den Verschränketest gestern schon mal gemacht. Und geradeaus, gar kein Problem. Und rechts und links von der Sache her auch nicht. Ich zeige euch gleich nochmal die Kante, die ich schon mal umgelegt habe. Was aber leider Gottes noch nicht reicht. Wer jetzt also nicht sehen kann, wie wir wahrscheinlich weiter hier 3 über Kotflügel bearbeiten, den würde ich jetzt dann raten abzuschalten. Weil das könnte wehtun, sage ich jetzt mal so. Aber es muss halt sein, ich habe euch das in dem einen Video schon gesagt, als wir ihn abgeholt haben vom Klempner, es wird so lange gebaut, bis das passt. Ja, ich würde vorschlagen, wir lassen erstmal für gerade runter einmal die Kamera laufen. Damit ihr seht, wie das ganze Thema aussieht, wenn die Räder gerade stehen, kann ich euch nur sagen. So, das ist jetzt wirklich maximal alles, was geht. Und ja, da geht was. Hinten ist noch krasser. Was darf? Ja, und das Geile bei der Geschichte ist ja jetzt, was darf? Das Platz. Wir haben null Stress an nicht einer einzigen fucking Stelle. Nach drinnen nicht, nach draußen nicht. Das ist einfach nur geil. So, Beweis vorne für gerade kein Problem. Ich weiß auch nicht, wie ich euch das zeigen soll. Wir haben einfach keinen Stress. Also zumindest jetzt bei gerade nicht, ja? Für alle die gesagt haben, ich muss noch mal ein halbes Zoll schmaler schüsseln oder was. Also hier ist dermaßen viel Luft. Wie gesagt, die Kante hier oben geht normalerweise noch weiter rein. Die habe ich schon einmal umgelegt, aber ich denke, wir müssen wahrscheinlich hier von der Kante auch noch ein Stückchen wegnehmen. Aber das werden wir gleich sehen. So, das ist jetzt einmal links eingeschlagen. Da seht ihr quasi, was ich meine. Und da seht ihr auch, wie wenig da noch passieren muss. Das ist einmal rechts rum. Auch da, ich denke, wir schaffen das. Aber das werden wir jetzt gleich dann sehen. Die Kante muss so oder so weg. Ja, also das ist jetzt so ein bisschen der Status quo. Ah, Junge, ist das eng hier. Die Kante war gerade, habe ich jetzt bloß rumgelegt. Aber wie gesagt, ihr habt ja gesehen, es reicht nicht. Jedoch sieht man ja hier ganz schön, wie der Kotflügel so nach draußen kommt. Das bedeutet, auch innen drinne haben wir den Stich nach draußen oder nach drinnen, je nachdem, wo man sehen will, ja immer noch als Reserve stehen. Das heißt, ich werde wirklich jetzt probehalber mal ein kleines Stückchen dieses Steges wegschneiden und dann versuchen, den nach drinnen wegzulegen. Gucken wir mal. Alter, jetzt geht's auch los. So wollte ich es jetzt erstmal von außen so nicht zu sehen. Ich habe es jetzt auch mal noch nicht komplett bis durchgezogen. Ich versuche das jetzt mal mit der Kante. Und das ist das, was ich damit von der Sache her erreichen wollte. Nämlich, dass die äußere Form erhalten bleibt und wir das Blech sozusagen also in diese Sicke reinkloppen. Und genauso stellt sich das jetzt aus meiner Sicht dar. Das schmieren wir dann natürlich nochmal neu zu mit Karosseriedicht und so weiter, dass da nichts passieren kann.
Aber so wie das jetzt hier aussieht, um ehrlich zu sein, ziehen wir das durch. Oh, wisst ihr, wie oft? Ich habe richtig zittrige Hände. Doch, das machen wir so. Da schneide ich jetzt erst nochmal weiter. Ja, also ich habe das ja letztens schon mal in einem Video gesagt, dass es am meisten Spaß immer macht, wenn es funktioniert. Und jetzt machen wir nur mal so, auch für diejenigen, die jetzt vielleicht ein bisschen skeptisch waren und schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben oder es immer noch machen, einfach mal so einen kurzen Vergleich vorher-nachher, ja? Mir geht es ja hauptsächlich darum, dass die originale Optik nicht zerstört wird. Ja? Und dieser Bogen ist genau wie vorher. Hier ist auf jeden Fall nochmal so eine Wölbung nach außen. Ich hoffe, man erkennt das. Die wollte ich zwingend erhalten. So, und jetzt guckt euch mal an, wie schön das geworden ist. An manchen Stellen muss ich noch ein bisschen nochmal nachgehen. Aber ansonsten, auch nochmal von innen. Guckt euch mal an, wie schön sauber das geworden ist. Ordentlich angelegt, hinten in die Sicke rein. Boah, ey, da bin ich echt ein bisschen stolz auf mich. Geil. Und bevor wir jetzt ja quasi weitermachen und vielleicht drüben die andere Seite noch versauen, Felge dran, einlenken, gucken. Alter Schwede. Ich muss mein Telefon holen, ich muss das fotografieren, sonst glaubt das nicht. Jetzt bin ich echt gespannt. Mühe machen wir noch, zur Sicherheit. Aber es passt. Kein Zoll kleiner, kein Millimeter höher. Es passt einfach. So, weil das vorne so schön geklappt hat und wir auf diesem Flow weiter schwimmen, werde ich jetzt die Stoßdämpfer hinten auch noch tauschen. Auch noch hierhin so kurze wie vorne. Ich bin mal gespannt, ob ich dann, weil das war die große, wie soll ich jetzt mal sagen, die große Überraschung, die Felgen auch mit Kotflügel runterkriege, weil dann ist ja die Achse in Summe etwas höher. Bin ich mal gespannt. Wäre natürlich geil, wenn das heute auch noch klappen würde. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen und gucken mal. Stoßdämpfer hinten hat leider nicht gepasst. Die sind tatsächlich 2-2,5 cm zu kurz. Das funktioniert nicht so einfach, wie ich das gedacht hatte. Schade. Hätten wir das sonst auch machen können. Aber okay, ist jetzt erstmal so. Ich habe jetzt die andere Seite vorne noch umgebürtelt. Das hat auch sehr gut geklappt. Jetzt hat das alles schon Rostschutzgrund gekriegt und trocknet jetzt so ein bisschen vor sich her. Jetzt machen wir dann, wenn das alles trocken ist, lasse ich wirklich mal so ein, zwei Tage einziehen, ziehe ich dann noch eine schöne Naht karosseriedicht drüber, dass dort unten anbrennen kann, damit es einen sauberen Abschluss hat. Und dann haben wir das Thema erstmal vorne an sich auch geschafft. Jetzt werde ich anfangen, mich an die Bremse zu machen, sprich Flüssigkeit drauf und dann gucken wir mal, ob alle Bremsleitungen so dicht sind, dass der auch bremst. Was ich auch noch ganz vergessen habe zu sagen, ist unser neues Konstrukt, was hier entsteht. Und zwar schlägt der Holzwurm unhörbar und unverkennbar wieder hier bei uns zu.
Wir planen hier, also Kai ist nur für die Bauabnahme da, das wollte ich auch noch sagen. Wir planen hier für mich, ich will nicht sagen einen kleinen Unterstand fürs Coupé, aber ich weiß langsam schon mal mit meinen ganzen Teilen so nicht mehr wohin. Auch gerade so die großen und die ganzen Reifen und so, die ich anhabe. Und deswegen hat er jetzt hier so eine Art Zwischendecke eingezogen. Die wird dann natürlich noch nach oben ein bisschen mit, also verkleidet. Die ganzen Geschichten hier hinten von der Deckenabhängung, die kommen dann weg. Also man kann dann da oben richtig stehen. Wie ich hochkomme, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, ja, kommt dann auch noch eine Decke drüber, vernünftig. Und hier hinten in der Ecke machen wir dann noch schön, Lukas, ich nicht, ich habe mit Holz nicht so viel Mut, eine schöne Arbeitsfläche, wo dann so die ganzen Verbrauchsmaterialien und sowas alles hinkommen. Ja, Lukas, das baust du mir noch schön. Ja. Ja, Papa. Den kennt ihr ja jetzt schon, auch vom Treffen hier, vom... Erichs Erm. Erichs Erm, genau. Und ja, ich glaube, das wird echt neckisch hier. Naja, also so gut wie der Tag angefangen hat, so hat er leider nicht aufgehört. Es war ganz schöner Sackgang, Punkt 1. Das gute alte Bremsentlüftungsgerät, was er vom Low Budget kennt, hat hier insofern nicht funktioniert, weil der Anschluss oben nicht gepasst hat. Ich habe es natürlich mit der anderen Anschluss probiert und einer anderen Dichtung. Hat alles nicht gepasst, hat voll rausgestriezt wie die Sau. Gut, alles klar, man kann es ja auch dann mit der Hand machen. Haben wir dann auch, also Bummdruck zu zweit. War aber genau dasselbe Thema. Hier hat es unten richtig schön aus dem Dings rausgesuppt, aus dem Radbremszylinder. Die Verbindung zum Radbremszylinder war nicht richtig und auch innerhalb der Trommel, die war nicht richtig fest. Ja, lernen durch Schmerz. Ihr wisst, wie das ist. Jetzt ist Druck da, also er bremst zumindest. Und damit ist jetzt das Tagesziel für heute an sich erstmal erreicht. Was auch was Schönes, was ich euch noch zeigen will. Ja, also das ist sehr, sehr schön. Das gefällt mir echt gut. Wie gesagt, das schleift nicht, bremst nicht. Ich habe gerade eben extra nochmal die Backen auch nochmal nachgestellt oder was. Aber es ist genau so, wie es soll. Alles easy, alles cool, alles klar. So, das haben wir jetzt. Und dann wollen wir einfach mal sehen, was als nächstes kommt. Wir machen weiter. Frisch, fromm, fröhlich, frei am Coupé. Und ich habe hier schon mal, sieht man das? Jawohl. Schon mal was vorbereitet. Also wie der Auspuff dann verlaufen soll. Ich hoffe, man erkennt das. Ich muss jetzt hier um den Bohren noch ein bisschen anpassen. Das ist jetzt schon das eigentliche Stück, was im Barkas ja, im Krümmer sozusagen ist. Ich habe bloß den Winkel ein bisschen geändert. Die Länge ist identisch. Und jetzt müssen wir das so hier anpassen. Wie gesagt, hier der Winkel passt noch nicht. Dass wir möglichst dicht am Rahmen, das hat man ja beim Testen der Felgen schon ausprobiert, möglichst dicht am Rahmen langkommen, dann hier an der originalen Stelle durchkommen und danach safe in den eigentlichen Vorschalldämpfer kommen. Ich denke, die größte Krux würde sein, weil der Vorschaller ungefähr 1 cm bis 1,5 cm tiefer hängt wie der Rahmen. Ob das wegen der Tiefe alles passt, ich denke aber, weil das ja relativ dicht hier am Rad ist und der nach hinten ja ein bisschen an Höhe gewinnt, dass das funktionieren müsste. Ob das denn so ist, das werden wir sehen, aber ich bin auch schon mal guter Dinge. Wie immer. Das ist jetzt erstmal das Provisorium, was ich hier jetzt soweit zusammengebracht habe. Es ist schon so, wie ich mir vorgestellt habe. Auch das mit der Felge passt, also das ist alles top. Da haben wir bestimmt noch so viel Platz hier bis zu dem Rohr. Das haut schon hin. Ja, so sitzt es ungefähr. Wir müssen jetzt halt versuchen, den Übergang zwischen hier und dem eigentlichen Vorschalldämpfer noch irgendwie hinzukriegen. Das heißt, ich hatte es ja schon mal erklärt, ich bin in manchen Positionen halt hier unterm Rahmen und das wollte ich eigentlich nicht, ich wollte so dicht wie möglich hoch. Und dann muss ich mal sehen, wie ich das als nächstes mache. Das ist halt ganz schön, dass ich schnipple und ich mache und ich tue. Ja, also, ja, so. Ja. Der muss noch ein Stückchen hoch. Aber so von der Sache her haut das schon mal so hin. Zumindest so ganz grob. Ja. Ihr glaubt nicht, wie viel Zeit für sowas halt ins Land geht. Und naja, das ist schon nicht so einfach. Zumal ich gehen aus bevor bin. So, damit wir den Tag nicht ganz ungenutzt noch hier verstreichen lassen, verlege ich jetzt schon mal noch die Zündkabel. Also ich habe jetzt hier auch noch so eine
so eine Spange da, die die drei dann so verbindet, aber ich werde die so in der Mitte hier zusammenlaufen lassen, dass die eben gesammelt hier rüber machen. Mal gucken, ich glaube, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, wie ich die verlege. Oh. So, Kabel ist ja schnell mal nachbestellt. Das sieht schon mal gut aus. So, und das sind halt jetzt genauso die Momente, wo man eben so ein bisschen, auf Deutsch gesagt, im Strahl kotzt, weil ich hatte mir ja extra so eine Kabelkrallen geholt, damit das schön einrasten kann in der Zündspule. Leider sind die Kabelkrallen, glaube ich, einen Millimeter zu stark, auch wenn ich sie für Beru-Zündspulen bestellt habe. Es passt jedenfalls nicht und ich musste jetzt erstmal neue bestellen. Ja, und das ist halt der Grund, warum das alles hier teilweise sich zieht wie so ein Kaugummi. Jetzt muss ich erst auf diese Kabelkrallen warten, dann habe ich nochmal einen neuen Ausgleichsbehälter bestellt, damit wir beim nächsten Mal vernünftig entlüften können. Neue Entlüfterschrauben für hinten habe ich noch besorgt und so weiter und so fort. Dauert halt erstmal ein paar Tage, bevor die da sind, aber dann können wir halt erst weitermachen. Und deswegen, zumindest für diesen Teil des Videos, ist jetzt gerade leider Feierabend. So, Freunde der Nacht. Ich habe beim Schneiden festgestellt, dass das Video A eine vernünftige Länge wieder mal hat, B ganz schön zerfrickelt ist mit 1000 Themen, die wir hier gemacht haben. Aber ich bleibe dabei, das ist nun mal so, ich kann es nicht ändern, ich mache euch ja auch nichts vor. So habe ich es ja im allerersten Video, was nie veröffentlicht wurde, aber gesagt, hier ist nichts mit Netz und doppeltem Boden, denn ich schraube so und filme das so, wie ich hier gerade was mache. Also ich schraube nicht erst was dran, gucke dann, ob es passt und sage euch dann, haha, guckt mal, fertig. Ja, also ich habe jetzt die Spurstangenköpfe nochmal in eine vernünftige Richtung gebracht, habe die inneren Spurstangenköpfe festgezogen, habe oben die Hardyscheibe festgezogen und warte jetzt einfach auf die ganzen Teile, die in dieser Folge nicht gepasst haben. Des Weiteren habe ich mir die Sache mit dem Auspuff echt nochmal durch den Kopf gehen lassen. Das ist genau wie bei dem Luftfilter jetzt schon ganz schön viel Arbeit ins Land gegangen. Aber vom besten 3-11er Wartburg-Teileverkäufer, nach meinem Freund René, habe ich mit Uwe Genenz gesprochen. Und der stellt mir so einen normalen 3-11er Vorschalldämpfer zur Verfügung. Die sollen in Fachkreisen nicht ganz schlecht sein, was Staudruck und so weiter anbelangt. Also eher eigentlich sehr gut. Zumindest im Vergleich zu den Vorschalldämpfern 353. Den werde ich hier dann nochmal einbauen. Mal gucken, ob das passt. Und wenn es passt, dann entscheide ich mich dafür, anstatt ja, diesen Barkas-Vorschaller hier mit anderem Flexrohr oder was auch immer noch unter die Karosse zu kriegen. Ich hatte es euch erzählt, bei mir ist halt das Thema, ich möchte den Vorschalldämpfer nicht tiefer haben als den Rahmen. Der Rahmen soll die tiefste Stelle sein und bleiben, so wie es jetzt ist. Und dann war es das. In der nächsten Folge, denke ich mal, beschäftigen wir uns mit dem Wärmetauscher, weil bei mir ja eigentlich ein anderer Wärmetauscher im 311er drin ist, als den ich verbauen will. Also das ist 1000er, ich hatte vom 900er den drin. Das wollen wir in der nächsten Folge machen. Dann, wie gesagt, die ganzen Teile, die ich jetzt alle nochmal neu bestellt habe, nochmal ordentlich tauschen, das vernünftig machen, weil ich keine Lust habe, dass hier, wenn ich die ganze Bremsflüssigkeit überall sehe, wie die so rausgemanscht ist und da wäre ich richtig, naja, da läuft auf jeden Fall nicht 50 Cent. Gut, für heute war's das für diesen Mittwoch. Vielen Dank fürs Zuschauen, für eure Treue, für alles. Bis nächste Woche. Macht's gut.